Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, heute liegt vor meinem Päckchen. Das ist von Heat. Manch einer kennt diese Firma so aus dem Bereich so Fitnessriegel oder zuckerreduzierten Proteinriegel. Da kenne ich sie, weil ich hatte da schon mal was gesehen, aber nicht bestellt bei denen. Da hatte ich mich dann für die Konkurrenz entschieden. Aber hier Cedric von Heat hat mich mal angefragt, ob ich doch mal vielleicht was testen möchte, ob ich da Lust hatte oder hätte. Und dementsprechend mache ich da mal was. Ja, das ist noch richtig schön zu, noch gar nicht auf. Da bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Er hat mir dann so ein kleines Probierpaket geschickt. Naja, wieder mal super gut verpackt, ne? Und schauen wir mal. Was hier so Feines drin ist. So, es ist eigentlich ziemlich schwer, ne? Und da bin ich mal gespannt, was die mitgeschickt haben. Na, erstmal wäre hier so ein Brotaufstrich. Crazy Hazel Nougat Creme mit 80% weniger Zucker steht hier drauf. Och, müsste man da mal zum Frühstück mal ausprobieren. Dann ist hier so eine Mixbox mit dabei. Werden wir dann später auch noch mal reinschauen. Oh, sogar zwei Mixboxen. Da bin ich auch sehr gespannt, was das alles so ist. So, werden dann hier so eine bunte Mischung in so einem Paket. Finde ich nicht schlecht. Ihr habt hier dann den Crunchy Nougat dabei. Den Peanut Butter Jelly. Ich sage einfach mal Butter, auch wenn es nicht ganz korrekt ist. Dann ist hier noch dabei Haselnuss, Haselnuss-Kakao. Dann haben wir noch Salted Peanut Caramel. Das ist etwas, was ich, wo ich mich nicht so immer dran traue an diesen gesalzenen Sachen. Dann Kokosnuss Almond. Da weiß ich auch noch nicht, was das genau ist. Und jetzt hätten wir hier noch den Karamell-Kakao. Also ich würde wahrscheinlich dann Richtung so Karamell gehen. Man könnte dann auch so ein Kokosnuss essen. So, die zweite Mixbox ist dann gefüllt mit der Nussvariante. Ihr hattet dann vier Riegel jeweils von jeder Sorte, von diesen dreien. Und zwar ist das Coconut Almond, wie auch immer man das wieder ausspricht. Die Cashew- und Brezel-Variante. Und Dark and Salty, Salty, also dunkel und salzig. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. So, da hätten wir uns mal ganz kurz so ein Mixpaket auch noch mit angeschaut, was die mir reingepackt haben. Ich finde es sehr interessant. Und wir werden natürlich dann noch einen kurzen Geschmackstest machen. Aber diese Nougatcreme, die teste ich mal, wenn es so Richtung Frühstück geht. Also nicht unbedingt heute. Ich suche mir jetzt einfach erstmal zwei Riegel aus und den Rest mache ich dann mal nach und nach, weil jetzt alles gleich am Stück zu naschen und zu verkosten, das ist dann nicht so unbedingt, denke ich mal, förderlich. Okay, ich mache mal die Augen zu und greife mir dann hier, warte mal, ich mache das mal so. Greife mir mal den ersten und den da, die zwei. Bin mal gespannt, wie mich erwischt hab. Aha, die Peanut Butter, also diese Jelly, müsste ja Richtung Erdbeere sein, ne? Erdbeergeschmack. Wenn ich das noch richtig übersetze. Ne? Wollen wir den mal anfangen? Jetzt wundert ihr euch, warum hier kein Glas Wasser steht. Manche machen das so mit Nachspülen. Ich würde es eher so lassen. Mal schauen, mal so einen kleinen Biss. Also beim Auspacken. Riecht gut. Oh ja. Okay, man merkt schon, dass hier wenig Zucker dabei ist am Geschmack. Das schmeckt etwas, ich würde sagen, fader. Deshalb braucht man hier wahrscheinlich auch die Nuss mit drin. Es wird auf jeden Fall etwas, aber also ich glaube, mein Gesicht kann man so einigermaßen erkennen. Das wäre zum Beispiel nicht unbedingt mein Fall, dieser
Peanut Butter Jelly Riegel. Also, na, da fehlt mir irgendwas vom Geschmack. Ja, das ist eben halt typisch, wenn so einer testet, der eigentlich normalerweise normale Schokoriegel ist und sowas, der ist dann erstmal sehr voreingenommen. Aber man kann es essen. Ja, denke ich schon. So, jetzt mal schön alles runter machen. Runterschlucken. Wir haben dann hier den Haselnuss-Kakao. Also, ich bin mehr nur so ein Fan so von Karamellsachen mit Schokolade oder eben halt Kokosnuss und ein bisschen, ja, Erdnüsse rein und sowas. Das schmeckt mir dann eher. Bin ich mal gespannt, wie der hier ist. Jetzt werdet ihr sagen, das wird sehr verfälschend vom Geschmack her. Ich denke eher nicht. Weil, gut, man müsste dann wahrscheinlich ausspülen. Der ist gut. Der ist echt gut. So ein bisschen crunchy. Und hier kommt der. Dieser, ja, Haselnuss-Kakao-Riegel, der hat hier angeblich 1,5 Gramm Zucker, mehr nicht. Der hat 1,4, aber hier in der Komposition schmeckt er mir viel besser. Also den könnte ich mir schon eher vorstellen. Also der schmeckt echt super. Also da, der hat definitiv Daumen nach oben. Also bei diesem Peanut Butter Jelly, das ist wahrscheinlich, ist dann eher nicht mein Fall. Hätte Lust noch auf einen dritten. Aller guten Dinge sind drei. Die nasche ich dann gleich weg. Wollen wir uns mal einen aussuchen einfach. So, und die anderen zwei mache ich dann mal nach einer kurzen Pause. Alles auf einmal essen, das ist ja auch nicht so toll. Ich habe hier erwischt den. Ah, das ist gut. Karamell-Kakao. Mal gucken, wie das schmeckt. So. Also hier, der ist gut. Wirklich. So, dann wollen wir mal reinbeißen. Er sieht ein bisschen, ja, heller aus oben. Mal gucken. Karamellkakao. Was haben wir denn noch drin? Da steht Karamellkakao, also. Ja. Mit 12% zuckerfreier Füllung. Also. Also die zwei sind definitiv schon mal mein Fall. Also die schmecken sehr gut. Das kann ich mir dann schon eher vorstellen, dass ich die mir dann öfters mal holen könnte. Auch so. Also Karamell-Kakao ist super. Und auch dieser Haselnuss-Schokoriegel. Die werde ich dann trotz alledem jetzt erstmal auf diesen, ja, Peanut Butter erstmal aufnaschen. Und dann eine kleine Pause machen, bevor ich mich um die restlichen drei Geschmacksrichtungen mal kümmern werde. Also ist sehr interessant, also nicht schlecht. Ich mache es gleich weiter. Ich lasse es einfach so, wie ich habe hier so eine Look-and-Look-Box und da werde ich die angefangenen Sachen einfach reinmachen. Jetzt bin ich wirklich neugierig, wie der Rest ist. Ja, ganz merkwürdig. Ne? Ich mache jetzt mal einfach weiter mit dem, ja, Kokosnuss Almond. Was Almond ist, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich mich dann noch mal schlau machen. Das werde ich dann gleich mal hier reintickern. Machen wir mit dem weiter. So. Ja, oh, das riecht nach Kokosnuss, schön. Also der ist ja nicht übermäßig mit Kokosnuss belastet. Obwohl ich das eigentlich lieber mag, wenn mehr, wenn der Kokosnuss, Kokosgeschmack halt größer ist oder stärker ist.
esse auch gern solche Riegel. Also ansonsten fällt es dir auch nicht auf, dass der irgendwie zuckerreduziert ist. Also der ist wirklich gut. 1,7 Gramm Zucker soll hier drin sein. Die Resten da so von den Zutaten sind da meistens eben halt noch ja, Süßungsmittel mit dabei. Und da muss man dann aber auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Also das ist ja nicht dann nicht ganz so, dass hier gar kein Zucker drin ist. Ne? Den lege ich mal rüber. Hier wäre dann meine Box und da kommt das dann nachher dann alles schön rein. Gut, Kokosnuss, das ist dann schon ein bisschen, wo man ein bisschen was nachspielen sollte. Nee, den nehme ich mir zum Schluss auf diesen gesalzenen. Was haben wir hier noch? Diesen Crunchy Nougat. Na, das wird wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt wahrscheinlich mein Fall werden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin da manchmal doch ein bisschen eigen, so wie die meisten von uns. Jeder hat so seine Vorlieben, was er da mag. Ich, wie gesagt, ich eher so Richtung Karamell, Kokosnuss war gut. Dann eben halt auch dieser nussigere Riegel hier. Wo ist er denn hin? Naja. Haselnuss-Kakao, der war gut. So wie ich es mir dachte, hier fehlt mir ein bisschen Geschmack. Also da ist dann, ja, der kommt da nicht so richtig ran an diesen normalen, ja, an so einen Nougat-Riegel oder sowas. So, ich weiß nicht. Crunchy Nougat, also das Crunchy ist okay, aber vom Geschmack her ist das dann wieder ein blasser Geschmack, also nicht so intensiv. Ja, ist, wenn irgendwas hier drin fehlt. Ja, also der da ist zum Beispiel nicht mein Fall. Jetzt war wahrscheinlich meine Zunge draußen, aber ich glaube, sowas muss man eh mal rausfinden. Das ist ja so. Wie im normalen Leben, manch eine Schokolade schmeckt einem und manch eine nicht. Hier nehme ich doch nochmal einen Schluck Wasser. Wie gesagt, von diesen gesalzenen Sachen oder Salted Peanut Caramel oder sowas, also von diesen Salted Riegeln habe ich mich bisher immer ferngehalten. Ja, mal sehen, testen, kostet ja nichts. Ne? So. Also meine Frau, die schwärmt da zum Beispiel von Salted Riegeln, komischerweise. Hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Na gut. Also ist kein intensiver Geschmack. Salted, ja, fällt eigentlich nicht auf. Erstaunlicherweise, also das ist meine erste Erfahrung mit so einem Riegel. Ja, Peanut ist okay. Ah, jetzt merke ich es hier drin ein bisschen. Ja, Salz ist drin, tatsächlich. Okay. Kann man essen, wenn man den Nachgeschmack mit dem Salz haben möchte. Ist auch vom Geschmack recht gut. Schmeckt nicht so blass wie zum Beispiel dieser Crunchy Nougat. Also, wie soll ich sagen, ich kann das so schlecht beschreiben. Da bin ich kein Connoisseur oder sowas. Also, ja, der geht eigentlich auch. So, machen wir schnell noch die letzten drei. Mit was fange ich an? Ich drücke mal mit den Cashew-Brezel. Also oben ist es schön, ja, nussig. Unten die Schokolade ist wieder, ja, wie soll ich sagen, farblos, könnte man sagen. Und na, nicht so mein Fall. Also, das ist so eher, ja, keine Ahnung. Also, schmeckt klasse. Also, das wäre nicht mein Fall.
Aber auch nicht schlecht, ne? Dann nehme ich mal noch das Dark und Salz. Obwohl, nee, salzig war erst ja ein bisschen merkwürdig. Mit Nachgeschmack, das würde ich dann zum Schluss machen. So. Okay. Da gibt es nichts so weiter zu sagen. Für mich schmeckt das wieder sehr gut. Dieses ja, Coconut Almond mit dem Nussanteil, den schönen. Also, ja, der ist gut. Also die nussige Variante auch nicht schlecht. So, und dann zu guter Letzt noch das Dark and Salty. Dunkel und salzig. Ja, mal schauen. Aha, wegen diesem dunklen Schokoladenanteil wahrscheinlich. Ist interessant. Schmeckt mir besser als wie das Cashew-Pretzel. Und ja, könnte man essen. Aber ich denke, das wird eher nicht so unbedingt zu meinen Favoriten zählen. Genauso wie bei den anderen. So, mein Sohn ist erstmal über mich gestolpert. Er hat sich gerade scheckig gelacht, weil ich gerade hier mit dem Brettchen hier vorbeigerannt bin bei ihm und gesagt habe, ich muss hier mal was testen. So, dann wollen wir mal, wie das. Oh mein Gott. Ah, das ist der Transport gewesen. Sollte man vielleicht, bevor man anfängt, in den Kühlschrank stellen oder so, ne? In eine kühle Ecke. Das ist jetzt etwas ungünstig, weil das Glas lag. Also ist der relativ von der Konsistenz ziemlich, ja, flüssig, wie man es sich gern wünscht, wenn es warm ist. Moment. Der ist gut. Der Geschmack ist gut. Jetzt habe ich mir aber hier vorne das Glas versaut. Also das ist ein guter Geschmack. Also da brauche ich nicht immer, sage ich, das aufs Brot schmieren oder auf meine Semmel. Wirklich sehr gut. So generell mag ich es ja, dass es hier ja nicht im Kühlschrank steht und dementsprechend ja schon ziemlich flüssig. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt bei der Variante schmeckt, wie ich es eigentlich immer zum Frühstück habe. Semmel mit ein bisschen Butter und dann raff damit. So, generell, der grundsätzliche Geschmack ist echt überraschenderweise nicht schlecht. Ja, weil normalerweise esse ich ja eher so, ja, Ovomaltine. Da bin ich ja voll der Ovomaltine-Fan, deshalb ist das vielleicht auch so, dass ich dann hier tatsächlich jemand bin, der das sehr kritisch eigentlich sieht. Weil ich bin normalerweise, ja eigentlich, ich bin ja eigentlich kein Veganer, ich muss zwar ein bisschen aufpassen, wegen Cholesterin, da beißt sich das ja manchmal, der eine sagt, also besser gesagt, man darf ja dann nicht mehr so viel Fleisch essen. Jetzt hatte ich mal so eine OP gehabt, da hat meine Ärztin dann gesagt, nach den Blutwerten, oh, mehr Fleisch essen, Eisenmangel. Da muss man auch immer aufpassen. Man braucht nicht so viel. Schmeckt echt top. Ja, nicht schlecht. So, da haben wir jetzt alles aus diesem Paket sogar schon getestet, obwohl ich das eigentlich über mehrere Tage machen wollte. Das ging jetzt doch schneller als wie gedacht. Da war ich irgendwie zu neugierig. Ja, ihr habt ja hin und wieder gesehen, dass ich solche Sachen eher mal auf meinem Kanal bringe. Zwischendrin noch, trotz der Technik, weil irgendwie interessiert mich sowas. Ich bin da auch ein bisschen neugierig, habe auch schon vegane Sachen mal getestet und alles. Ich bin da nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ja, auf tierisch oder vegan gepolt. Ich bin halt ein bisschen neugierig und dementsprechend, ja, was mir schmeckt, das hole ich mir dann auch immer. Also, wie gesagt, sehr überrascht war ich von dieser Nougat-Creme. Also, das war. Ja, die Überraschung schlechthin für mich, weil ich kenne das zum Beispiel palmölfrei von meinem Sohn, was der so hat hier. Schmeckt ihm auch sehr gut, mir aber nicht zum Beispiel.
Das ist auch eins, was die direkt natürlich herstellen. Aber da ist wieder Zucker drin. Was ich hier immer angesagt habe mit dem Zucker, ja, das ist nicht der Industriezucker, also der normale raffinierte Zucker, den ihr kennt, sondern eben halt Fruchtzucker etc. pp. Oder eben halt die ja, Ersatzstoffe dazu. Trotz alledem, wer da was mit Zucker hat, auch hier wieder ein bisschen mit aufpassen. Ne? Ihr wisst ja selber, wie es am besten ist. Aber wie gesagt, kein Industriezucker, sondern natürlicher Zucker. Ja, wir haben ja auch ein paar vegane Sachen dabei gehabt, das hatte ich erst übersehen. Besser gesagt, nicht immer angesagt. Das steht dann extra dabei, auch da bitte aufpassen. Bei manch anderen Sachen sind dann natürlich dann noch ein bisschen tierische Produkte mit enthalten. Also auch da Obacht geben für diejenigen, die tatsächlich richtig vegan leben von euch. Ne? Grundsätzlich kann man hier sagen, drei Sachen schmecken mir hier überhaupt nicht. Und ja, der Rest ist okay. Ne? Also, ihr habt ja gemerkt, was ich hier bevorzuge. Halt, dieses Kokos war super und dieses Haselnuss-Kakao ist cool, auch Karamell-Kakao, also wunderbar. Also, da kann ich nichts sagen. Hier ist noch die vegane, ist das mit dem Salted Peanut Karamell. Also, hätten wir insgesamt drei vegane Sorten und der Rest eben nicht. Ne? Also, auch da nochmal ein bisschen schauen, wie es euch passt. Grundsätzlich kann man sagen, hier hat man sich sehr große Mühe gegeben, was auch den Geschmack betrifft. Ich bin ja eigentlich der, ja, eine sehr harte Testperson, weil normalerweise esse ich ja normale Sachen quasi. Also Maßregel, Snicker, bla bla bla, alles, was man hier so bekommt. Ne? Also ein Schleckermäulchen. Und dementsprechend, ja, denke ich mir schon, dass man meiner Meinung hier schon vertrauen kann, wenn man das auch in Richtung Geschmack sieht. Also zumindest für mich, ja. Also natürlich sind unsere Meinung der Tester oder die Meinung der Tester nicht unbedingt 100% zu sehen, denn auch hier habt ihr eben halt ja unterschiedliche Geschmacksknospen quasi. So, was kosten euch denn jetzt diese Riegel im Einzelpack? Wo haben wir das hier? Diese Mixboxen, einmal die Nuss, die habt ihr für 21,90 und dann der Schokoriegel Probierpaket für 21,90. Da ich ja dann meine Vorlieben habe quasi, würde dann eher zu einer Einzelbox tendieren. Und die kosten dann, wenn ich hier mal die Schokoriegel aufrufe, da sind die Boxen ab 26,90. Also jede Box 26,90. Ihr habt dann 16 Riegel drin. Das heißt, der Riegel selber kostet euch 1,68 €. Klingt teuer, ist aber in diesem Bereich relativ normal. Und ihr werdet ja auch nicht da, sag ich mal, eine ganze Tafel essen, sondern nur ein, zwei Riegel. Das ist wirklich so. Also mehr braucht ihr dann auch nicht. Deshalb war ich eigentlich sehr skeptisch, ob ich da alles an einem Tag mache. Ihr habt den natürlich noch dabei. Proteinriegel, Nussriegel, Fruchtgummis. Ja, die hätte ich mir mal vielleicht auch mal, ja, hätte ich vielleicht sagen sollen, könnt ihr mal mitschicken. Aber na gut, egal. Man ist ja nicht unverschämt. Rein diese Schokosachen. Und auch dieser Aufstrich echt toll, den kann ich euch definitiv empfehlen. Andere. Beim Rest müsst ihr eben halt, wie gesagt, euch wieder mal, ja, müsst ihr euch durchprobieren. Also eine richtige, hundertprozentige Empfehlung gibt es nicht. Aber so als jemand, der normalerweise sowas nicht unbedingt nascht, sondern hin und wieder mal ein Proteinriegel, mal sich mal kauft. Auch nicht allzu oft, aber da kann ich wirklich sagen, also nicht schlecht, also geschmacklich wirklich einwandfrei, was die da hinbekommen haben. Wie gesagt, jeder hat seine ja, Lieblinge und dementsprechend mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich kann das Produkt leider nicht verreißen. Also bis dahin, ciao, ciao, bye bye, sagt Ulrich. Macht's gut, Leute.